Ja, hallo liebe Leute, willkommen bei meinem neuen Projekt hier. Da seht ihr schon The Last Story. Und ja, was gibt's zu dem Game zu sagen? Es ist gerade frisch erschienen für die Nintendo Wii. Es ist meines Erachtens ein Exclusive-Titel. Und es ist ein MMO. Passt auf, ich hab's mir aufgeschrieben. Ein MMO, Hack'n'Slay, Deckungsshooter, JRPG. Ja, das ist es. Also man muss sich mal überlegen, was alles in einem Game ist. Ja, viel zu zeigen gibt's ja eigentlich, glaube ich, nicht im Menü. Ich hab's vorhin mal ganz kurz angetestet. Es wird ein Blind Run. Ich habe die ersten 2-3 Minuten vom Game mal ausgetestet, um zu schauen, wie sie sind. Also, mein erster Eindruck von dem Game ist natürlich super. Also, sonst würde ich nicht let's playen. Und ja, wir fangen einfach mal bei Kapitel 1 hier in der Reptidenhöhle an. Reptiden. Wer das Game nicht kennt, es ist vom Macher von Final Fantasy. Zwei Köpfe von Final Fantasy haben mitgemacht. Der musikalische Part von Final Fantasy. Und natürlich auch der Spielentwickler haben mitgemacht. Die Namen waren... keine Ahnung, wie die Typen hießen. Ich werde es irgendwann mal im nächsten Part gucken. Okay, wir gucken uns das Tutorial an. Die Steuerung ist ein bisschen komisch, finde ich jetzt persönlich. Ich dachte, man kann mit dem Wii-Dingen hier, mit dem Nunchuck kann man hier, oder wie das Ding heißt, ein paar Attacken machen. Das ist allerdings gar nicht der Fall. Er attackiert von alleine. Also wir können jetzt entweder uns hier mit A die ganze Zeit so durch die Gegend laufen, oder wir gehen jetzt zum Gegner. Passt auf. Und wir drücken einfach in seine scheiß Richtung. Er drückt in seine Richtung und er greift alleine an. Das ist meines Erachtens nicht gerade RPG-like. Deswegen gehen wir direkt ins Menü. Ihr seht das Menü, es ist simpel. Ich finde, es ist wirklich sehr simpel. Und trotzdem macht es optisch was her. Man sieht, okay, ich erkläre euch ein bisschen was hierzu. Klar, Ausrüstung können wir es aussuchen. Okay, wir haben jetzt hier die vier Charaktere, die wir aussuchen können. Die zwei davon sind noch nicht da. Dumm. Wir können jetzt sagen, okay, ja... Ich zeige euch das mal ein bisschen. Man kann jetzt sagen, okay, wo ist denn der, den wir spielen? Ah ja, hier, der Gaylord mit den Bauchdingen. Wir können jetzt sagen, wir können Teile entfernen. Wir können sagen, okay, mir gefällt die Hose von dem Mutantmann nicht oder den Gürtel, dann geht er weg. Oder Gürtel da. Wir können die kompletten Farben von den Charakteren ändern. Können wir braune... Zack, hat er braun, aber sieht man, der hat nur eine Hose, den braunen Mann, scheiße. Naja, lassen wir das mal so. Ja, und das können wir halt mit jedem Charakter machen. Karte habe ich mir selber noch nicht eingezogen. Okay, die Welt scheint groß zu sein. Wir gehen mal Richtung Status. Also ich habe es halt, wie gesagt, noch nicht weit gespielt, deswegen. Okay. Alles klar, wir gehen jetzt erstmal in die Option und ändern mal was um. Und zwar genau hier. Angriffsmodus. Wir gehen auf manuell. Das heißt, immer wenn wir den A-Knopf drücken, werden wir Gegner angreifen. Und mit der unten Taste werden wir uns ducken. Okay, wir können das neue Tutorial reinziehen. Okay, und wir können einfach mit A, okay, wir haben es jetzt umgestellt, bei uns ist es nicht der A, es ist jetzt bei uns der nach unten Button, der hier. So können wir halt jetzt hier und, wow! Hoch und, das haben wir dann viermal ordentlich auf den Fresse gehauen. Uiuiui. Und meines, macht die Alte den fertig jetzt? Okay. Ja, bis hier vorne habe ich gespielt, ab jetzt wird alles komplett blind. Ich hoffe, die Qualität von dem Video ist völlig okay. Wie sowohl Sound als auch Video. Es ist für die Wii-Verhältnisse halt einfach ein super Game, finde ich persönlich jetzt. Jetzt haben wir uns hier ein bisschen... Ja, okay, wir haben uns das Ganze schon... Seht ihr, jetzt müsst ihr einfach in die Richtung drücken, um alleine zu attackieren. Ich finde es dann persönlich ein bisschen langweilig. Da fehlt jetzt für mich ein bisschen den RPG-Style. Und deswegen... drücken wir jetzt weiter einfach mal auf den Knopf und kloppen einfach die Gegner ein. Der Typ hat was vom Zack von Final Fantasy, finde ich. Also man sieht ganz klar, dass da der Lüttermann von Final Fantasy seine Finger im Spiel hatte und gesagt hat, ey Jungs, die sollen so und so aussehen. Finde ich jetzt persönlich. Ja, wo sind die? Wenn immer mehr. Alles klar. Boah. Es ist halt das Coole, es ist kein rundenbasierten Kampf, es ist wirklich so ein... Ohne Rundensystem. Es wird nicht ein richtiges Kampfsystem, was ich seit langem vermisst habe bei richtigen RPGs. You think Dagrin and Serena are ahead? Yeah. Let's go and find them. Okay. Und ich meine, das ist jetzt der Hauptcharakter von dem ganzen Spiel. Wir spielen den Newton-Mann hier. Okay, wir haben zwischengespeichert, wir können mit ihm attackieren, wir können.
Oh, er hat eine Waffe, warte mal. Er konnte irgendwie. Okay, so mit Z können wir anwesend und dann auch schießen. Okay, das ist sehr nice. What do we do? Ja. I don't think they've noticed us yet. Okay, haltet sich um zu stand, gibt es entdecken, leuchtet das Symbol auf. Okay. Alles klar, guck mal, wir können jetzt sagen. Wir können jetzt sagen, okay, mach sie kaputt. Yurik! Okay, da startet seine Magie. The pillar, not the reptiles. I see. I'll give it a shot. Okay, also man kann sogar mit Taktik hier kämpfen, das ist sehr nice, das finde ich sehr cool. Und es hat was gebracht, die sind alle down. Also wir können wieder. Ey. So. Ich muss mich hier noch ein bisschen mit der Story einfinden. Hier. Ich muss mir auch natürlich die Dialoge mal. Okay, und natürlich auch die Story jetzt ein bisschen einreinziehen. Okay, oh, da vorne geht die zur Sache. Da sind unsere Freunde. Ah ja, da sind wir jetzt. Also wir haben jetzt gerade aus einer anderen Perspektive gespielt. Alles klar, verstehe ich. Okay, wir sollten auf jeden Fall immer diesen Z-Zoop-Button einsetzen. Meine ich, siehst du, dann können wir jetzt immer sagen, okay. Okay, wir lassen den mal die Magie benutzen und dann... ballern jetzt einfach von hier aus ein paar Viecher ab. Oder so. Auf den Schwachpunkt. Okay, wir können die Schwachpunkte sogar analysieren. Die haben Schwäche Feuer, die Viecher. Okay, der gute Mann da oben hat es alle, hat uns alles erledigt. Sehr nett. We like to use our brains sometimes, not like Seren here. You eye patch wearing creep. Save it for later. Let's clean up. Okay, wir können durch den Boden laufen, dann haben wir eine Feuerwaffe. Also haben wir hier so Magier im Team, die uns da helfen. Ich hoffe mal, die KI wird uns hier nicht im Stich lassen. Okay, eine schon Level hoch, hier eine Perle. Der gute Mann ist auch nur Level hoch, nur ich noch nicht. Ja, also es sieht aus, als wenn wir so eine kleine Truppe an Jägern wären oder was, würde ich jetzt sagen. Ich behaupte das jetzt einfach mal. Hallo, passiert irgendwas? Muss ich irgendwo hin? Nein, es kommt eine Assistance-Sequenz. Oh Gott, das sieht nach dem ersten Bossfight aus hier. Sehr nett. Zael, Seren, protect Yurik as he's casting. Okay, understood. Wir werden einfach mal erstmal hier. Okay, hier kümmere ich mich um diese anderen Viecher einfach mal. Und dann, ach, komm. So, und da sieht man, es haben Elementenschwächen, haben die natürlich auch eingebaut, gibt es ja immer. Ich sollte mal lieber abhauen, sonst ziehe ich da ja mega auf den Sack von dem Ding. Ja. Ich möchte jetzt ungern draufgehen, deswegen laufe ich jetzt einfach mal hier außen rum. Wo auch immer der gerade ist. Holy shit, wir haben den down gemacht. Ja, pff, ich weniger, aber ich hab Level hoch. Okay, Hexentöterfalle können großen Schaden bei ethnischen Magier anrichten. Okay. Ist everyone okay? Yeah, that was easy. Let's move on. War ein Kinderspiel, alles klar. Weiter geht's, Leute. Oh, eine Zwischensequenz. Okay, einen Tag zuvor. Ah, jetzt kriegen wir die ganzen. Sorry, einige Tage zuvor. Ich halt mal die Fresse jetzt. We have a new client. Just as we're about to run out of money too. Thanks to someone getting hammered all the time. Shut it! I risk my life out there. Let me drink in peace. Sir, may I ask who our next client is? It's Count Arganon. Wow. The ruler of Lazarus Island. That's quite a result. There's a huge cannon on that island. But all that magic is dangerous. It draws all kinds of monsters to the area. And we have to clean up, right? You have a problem with that? Mm-mm. As long as I get paid, I ain't complaining. Yeah, right. Anyway, I reckon it's time to celebrate. Barman, here's with the best you've got! Okay. Waren auf jeden Fall mal mehr Leute, wie ich sehe. Schauen wir mal, was uns noch die ganze Story ergibt, ob die auch wirklich so Final Fantasy-like ist. Okay, das erinnert mich 100% an Final Fantasy. Ich werde dann jetzt einfach mal speichern. Ja, komm. Zack, speichern abgeschlossen und wir gehen jetzt weiter. Wieder eine Zwischensequenz, eine kleine. Oh, da warten ein paar mehr Gegner. Take a good look. Some of them can use magic.
Man muss sagen, natürlich ist es nicht die Grafik von PlayStation 3 oder Xbox. Dafür ist es wieder ein Exclusive-Titel, den man sich auf jeden Fall, den es sich lohnt zu holen. Also ich lohnt sich auf jeden Fall. Okay, das ist der Heiler, ne? Den müssen wir wahrscheinlich als erstes auslöschen irgendwie. Kampf beginnen. Okay, wir sollten die. Ah, okay, wir gehen einfach mal. Neues Tutorial, okay, was haben wir jetzt? Zoom und starten, ne? Schießen, Zoom, Pfeiltypen. Ah, wir haben Pfeiltypen. Okay. Ah, guck da unten, Hexentöter oder Pfeil. Ah. Tut sich dieser Suchmodus, bringt ja hier irgendwas. Werden wir mal von hier versuchen. Vielleicht kriege ich von hier den Heiler irgendwie down. Alter. Okay, jetzt machen wir den einfach mal von hier. Was ist seine Schwäche? Feuer. Okay, dann machen wir mal Headshot. Dann. Zack. Okay, da haben wir die Magie haben wir jetzt ausgelöscht. Das heißt, jetzt heißt es nur noch aufs Maul hauen, den Dingern. Das war eine sehr gute, also das finde ich, das ist schon wieder ein taktisches Game. Das finde ich total genial. Also ihr werdet noch Spaß dabei haben, wenn ich hier noch ein paar Mal failen werde, werde ich denken. Okay. Wieder ein Level up. Ich glaube, ich jetzt auch mal, aber wieder nicht. Okay, wir sollten mal vielleicht alle Pfeile wieder. Ach, wir haben Pfeil ausgewählt. So, how the hell are we supposed to get over there then? What does this? Okay, es ist am Anfang klar noch recht simpel. Das wird wahrscheinlich noch im Laufe des Spiels sich komplett ändern. Okay. Who makes something so dangerous? It's totally irresponsible. I'd say it definitely looks man-made. Daniel Jones Style, Alter, was ist los? Alles klar, dann gehen wir jetzt mal weiter. Gucken wir uns mal an, was hier los ist. Hier nehme ich jetzt keine Deckung. Gibt es irgendwas zu holen vielleicht? Aua! Ja, klar. Ist natürlich nicht so. Oh, er läuft auch sogar so, oder wenn man jetzt gegen gegenläuft. Ich hab Hunger, was mit dir? What? If I'm hungry, then I'm hungry. If I get killed because I'm too hungry and weak to fight, then don't blame me. Hallo? If you've got the energy to whine like that, I'm sure you'll be fine. Habt ihr gesehen? Jetzt läuft er sogar an den Sachen vorbei. Okay, es ist jetzt. Any luck? Überprüf hier mal was. I can see light. Hey. Wo? Ich sehe gar nicht. A little tap. Mal dagegen. Zack. You don't mess around. Haben wir es aufgemacht. Where are we? Some kind of ruins. It's cold, it's weird and it stinks. I don't like it. Ja, ja, du bist auch eine Perle, du magst gar nichts, was irgendwie stinkt oder was. Okay, was ist das? A dead end. Oh, eine Sackgasse. Let's look for an alternate route. Hey, shouldn't we stick together? No. It's easier to scout with fewer people. Zale, Seren, you rest while you can. I'm sure there's more trouble waiting for us. Ich glaube, wir sind der junge Name Zale. Zale, keep your pants on. You better get some rest while you can. I can't help it if I'm worried. Dagrin can look after himself. Or are you getting all scared because he's not here to protect you? Hier passiert nichts. No. I'm a grown man, Seren. A grown man, are we? Oh, Schalter vielleicht. Well, I guess you have grown up a bit. But you're still just a kid to me, Dagrin. Ah ja. Okay, jetzt passiert wieder irgendwas. Oh Gott, ich mache hier gar nichts. Es passieren einfach irgendwelche Events, Mann. Oh Gott, das sieht nicht gut aus. It's just the wind. Don't be such a chicken. Ja, ja, nur der Wind. Das haben sie alle gesagt, bevor sie starben. War nur der Wind. Jeder, der einen Horrorfilm kennt, der... Ja, jetzt guckst du, ne? Jetzt machst du Augen hier wie... So eine Anime-Figur. Geh her. Holy shit, habe ich mich erschrocken. Alter. Okay, dann heißt es jetzt einfach mal ein paar Viecher auf das zeigen, dass wir hier der Boss sind, dass wir jetzt hier im Let's Play das Sagen haben. Schön, wäre geil, wenn die Kamera mal... Ah, danke. Wait, is this a secret path? Zale, in here, now. We can buy some time. Okay, wir sollten jetzt lieber den nochmal platt machen und wegrennen. Ja, ich komm schon. Ja, die Alte geht voll auf den Sack da vorne.
Ja, aber wir müssen den ja auffallen, bevor wir uns gleich in den Arsch treten hier. Ja, ja, wir laufen schon, wir laufen schon, wir laufen schon. Ich halte so auf, ja. Hier passiert irgendwas. Kann ich irgendwas machen? Nein, kann ich nicht, aber... Nee, kann ich nicht. Ich halte sie hier auf. So, aber prüfen wir. Okay. Ah, haut mal ab hier. Oh Gott. Ah, ich glaube, die gute Alte geht jetzt auf. Oh, das passiert ein Wunder. Oh Gott, nein. Schieß. Gott! Was schon mal war, gut, Bluteffekte sind natürlich lala, ne? Das ist ein bisschen mehr schwarz als rot, aber. Holy shit. Was war das? Wir haben ein Flashback. Mami. Oh Gott. Das ist deine Mami. Die auf ihr Aerith. Run. Run away. Zael. Oh Gott. Mom. Hat sie erinnert. Wahrscheinlich seine Mutter gestorben. Typisches Klischee, aber mal wieder geil. Okay, jetzt wird er wahrscheinlich komplett erhört. Sick of all the pain. Oh Gott. Jetzt geht's los, Alter. You can hear my voice, yes. Oh Gott. What is this? What the fuck ist das? Who is it? Who's there? Ja, irgendeiner spielt zu dir, also muss da jemand sein. Unbändige Treue und Einsamkeit, okay. Who are you? Krasser Shit, was passiert denn da jetzt mit unserem Charakter? Sein Arm verschwindet. Das ist überhaupt nicht nett. Hallo? Sein Arm! Oh Gott. Oh Gott. Dame Junge. If you wish to protect those who are precious, then pray for it with all your heart and soul. Wenn du die Schütze willst, dann bitte. Gott, wir haben irgendeine fucking Magie, glaube ich, würde ich jetzt sagen. Oh Mann, dieser Blick. Okay, und was will mit dieser Magie machen? Haha, bin ich ein Arsch, nicht? Sehen wir dann im nächsten Part von The Last Story. Ich hoffe, euch hat der erste Part gefallen. Ihr habt mehr Lust auf mehr bekommen. Und ja, bis dahin haltet die Ohren steif und nicht verzagen. Nächster Part kommt bald. Euer Matthizel, ciao.